Hallo und herzlich willkommen auf unserem Fields Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, euer Holzbauexperte aus dem Rheinland. Heute mit dem Thema Keller, ja oder nein? Dafür ist es natürlich, oder Keller ist eine Grundsatzsache, ne, oder Grundsatzfrage. Wollt ihr eben Stauraum im Keller haben oder wollt ihr diesen oberirdisch haben? Keller ist natürlich auch ganz klar. Keller kannst du nicht nachrüsten, wie jetzt zum Beispiel oberirdisch noch einen Anbau oder eine Aufstockung, um mehr Platz zu generieren. Aber Keller ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Ganz am Anfang, die man sich stellt und die natürlich auch schon bei der Planung mit berücksichtigt werden soll. Ist euer Grundstück zum Beispiel im Hang, kann es total sinnvoll sein, mit Keller zu bauen, weil die erdberührten Teile eben aus, ja, nicht, also in dem Fall müssen sie leider aus Beton gebaut werden, weil der größte Feind des Holzes ist nun mal Feuchtigkeit und die haben wir ja im Hang. Und deswegen macht zum Beispiel bei einem Hanggrundstück total Sinn, dort mit Keller zu bauen und oben dann die Wohnräume mit dem schönen nachhaltigen Holzhaus zu versehen. Aber grundsätzlich ist natürlich der Unterschied von einer Bodenplatte zu einem Keller, macht halt schnell 40.000, 50.000 Euro oder auch mehr aus, je nachdem, ob es ein Wohnkeller sein soll oder eben nur ein Nutzkeller, wo ihr eure Vorräte abstellt oder vielleicht wo auch einfach nur die Waschküche ist und ihr was Wäsche aufhängen wollt. Das sind natürlich grundsätzliche Fragen, die ihr euch stellen dürft, ob ihr eben einen Keller haben wollt oder die Bodenplatte euch ausreicht. Was der zweite Punkt ist, ist eben nicht nur, ob ihr ein Hanggrundstück habt, wenn ihr auch ein Ebenfläche oder ein ebenerdiges Grundstück habt, ob da überhaupt auch ein Keller notwendig ist oder was muss da, sind da, wie viel Ausgrabung ist da notwendig, wie viel Erdarbeiten ist da notwendig, die natürlich auch finanziell sehr unterschiedlich sein können und vor allem macht dann total ein Bodengutachten Sinn, um auch die Bodenschichten zu kennen, weil auch da gibt es sehr große Unterschiede, je nachdem, was da für ein Boden vorzufinden ist, den eben zu entsorgen, den auf großen LKWs abzutransportieren. Es wird meistens über LKW-Ladungen abgerechnet, die teilweise sehr investitions- oder kostenintensiv einfach sind. Das sind so die beiden Punkte, Erdarbeiten und natürlich dann auch der Betonbau, egal ob Bodenplatte oder der Kellerbau, was Sie berücksichtigen sollten bei einem Keller. Und ja, grundsätzlich ist halt einfach die Frage, wollt ihr, meistens sind die Hauswirtschaftsräume oder die Technikräume, wollt ihr die oberirdisch haben, kriegt ihr halt gut angeschlossen, zum Beispiel an die Küche oder an euren Hausflur, oder wollt ihr halt bewusst den Keller haben, um dort, das kommt hier in der, bei den Interessenten auch häufig vor, die halt im Keller dann ja noch einen Abstellraum zusätzlich haben wollen, sie wollen einen Fitnessraum oder Wellnessraum, dann sind das natürlich auch Dinge, die man sich ja zusätzlich gönnt, aber die natürlich dann auch schnell ja diese 50, 60, 70.000 Euro mehr kosten. Das einfach mal so als kurze Infos zum Keller, ja oder nein, das, was ich so in den letzten Wochen und Monaten oder den letzten Jahren logischerweise auch erfahren habe, wie sich meistens unsere Bauherren entscheiden, das sind so die Hauptargumente. Aber beachtet auf jeden Fall euer Bodengutachten, weil das auch sehr wichtig sein kann, weil wir hatten das sogar auch schon mal bei einem Projekt, wo da ehemals eine Mülldeponie drunter war. Und das Ganze auszugraben und auszukoffern hat eben ja fast so viel gekostet wie der ganze Keller. Deswegen das Bodengutachten auf jeden Fall machen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Ich hoffe, das Video hilft euch und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Euer Benjamin Stocksiefen.